Hallo und herzlich willkommen zu Starbound. Wir sind auf dem Wüstenplaneten Heath Frontier 1 und haben am Ende der letzten Folge hier diese kleine Tempelanlage gefunden, die hier drüben noch weitergeht. Und ich denke mal, sie wird auch unterirdisch weitergehen, denn wir haben eine Aufgabe, die hier genau nach unten zeigt. Also wird es da unten auch noch irgendwas geben. So, hier in die Töpfe kann ich gar nicht reinschauen. Das wollte ich jetzt als erstes machen, geht aber gar nicht. Ich kann mich höchstens auf diesen Stuhl setzen. Schön, aber bringt mir nichts. Ich hätte unheimlich gerne hier eine Flagge hingestellt. Also hier an der Tempelanlage einfach, um den Ort wiederzufinden. Hab aber dummerweise gerade gar nicht genug Pflanzenfasern. Und wenn wir uns an das Ende der letzten Folge erinnern, sind wir gerade durch ein ganzes Stück richtig karge Wüste gelaufen, wo es einfach auch mal gar nichts gab an Pflanzen oder ähnlichem. Und deshalb hätte es sich nicht gelohnt, ein Stück zurückzugehen, um Pflanzenfasern zu sammeln. Und in diese Richtung hier wollte ich nicht ohne euch weitergehen. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht getan und keine Flagge hier aufgestellt. Ich gehe erstmal, ich habe gesehen, dass es da nach unten ging. Und hier unten sieht man schon die Anlage. Ich will erstmal kurz dran vorbeilaufen und gucken, ob ich noch ein paar Pflanzenfasern finde und eine Flagge bauen kann zur Sicherheit. Denn wenn wir jetzt da unten sterben, dann kann ich mich erst wieder zum asiatischen Tempel beamen quasi. Und von da aus haben wir jetzt eine Folge lang gebraucht, um hierher zu kommen. Ja, doof. Hier drüben geht die Wüste genauso karg weiter. Das ist natürlich richtig ärgerlich jetzt. Das heißt, ich kann hier keine Flagge hinstellen. Das ist ja richtig doof. Okay, ja, ich will aber trotzdem in den Tempel natürlich. Ich will jetzt nicht drumherum laufen. Naja, müssen wir jetzt halt vorsichtig sein. Das liegt mir ja total, wie man sieht. Und müssen hoffen, dass wir nicht sterben. Damit wir hier irgendwie wieder hinkommen. So. Gut, dann benutzen wir hier den Eingang und schauen uns mal den unterirdischen Teil dieser Tempelanlage an. Oh, ich will nicht so tief fallen. Oh Gott, das geht ja schon gut los. Höre ich da was? Ist da was? Da schläft jemand auf jeden Fall. Ach, guck mal. Der sieht aus wie einer von diesen Vogelmenschen in Pharao quasi. Oh, da greift mich was an, glaube ich. Ha, da greift mich was an. Sag mir das doch. Sag mir das doch, wenn du mich angreifst. Ich mache hier erstmal Licht an. Oh, der greift ja richtig hier. Der kommt ja... Pass auf, wo ist mein Flammenwerfer? Den mag er bestimmt nicht. Ha, 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 ha. Ja, versuch doch hier im Bogen zu schießen. Kriegst du nicht hin. Du brennst übrigens, Kollege. Okay, jetzt stehen wir hier blöd. Komm her. So, der wäre schon mal verbrannt. Der hat sich merkwürdig aufgelöst gerade, fand ich. Das sah mehr aus, als hätte er sich weggebeamt. So, gab's hier nicht irgendwie... Gibt's hier nicht mal ein Licht vielleicht? Was ist das hier? Los, oh. Das war wahrscheinlich nicht so clever. Also der ist zumindest nicht aufgewacht. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt gerade alle auf mich aufmerksam gemacht. Als ich den Gong hier geschlagen habe. Den könnte ich aber mal scannen. Da ist Licht. Hier gibt's Licht. Interessante Dinge. Hier können wir... Achso, hier kann ich... Achso, hier kann man sich drauflegen. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich kann hier alles, alles scannen, aber in nichts reinschauen. Sind das nicht auch vielleicht irgendwelche Hinweise auf irgendein Volk? Ach, Avian, genau. So heißen die. So heißt das Vogelvolk. Genau, das meinte ich nämlich. Die sehen aus wie Avian in Ägyptisch irgendwie. Okay, ja, und wir sehen schon viele, viele Sonnensymbole und Federn und flügelartig sieht hier alles aus. Also passt durchaus dazu. Ist das die Architektur dann der Avian oder ist das hier nur dieser Tempel irgendwie? So, Salbe habe ich eingesammelt. Sollte ich vielleicht auch mal benutzen zwischendurch. Ich darf hier nicht sterben. Das wäre wirklich verheerend. Wir kommen hier nämlich nicht wieder hin. Da ist der Nächste. Geh weg! Geh weg! Ich glaube, der Flammenwerfer ist sogar besser. Ich finde den cooler. Zumal der noch Flammenschaden macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und wieder Salbe und Bandagen und alles Mögliche. Ach, herrje. Ich glaube, das gibt nichts hier. Habe ich nicht zufällig Pflanzenfasern eingesammelt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich habe nämlich nur 13... ich konnte nur 13 Stoffstücke herstellen. Ich bräuchte aber 20, um eine Flagge zu machen. Das ist ein bisschen doof. So, hier nochmal ein Kaktussaft drauf. Oh, was gibt mir das hier? Stacheln? Wenn ich den trinke, habe ich den Status Stacheln. Bin ich dann stachelig? So wie diese Kaktuspflanzentypen, die einem wehtun, wenn sie ihn berühren? So, kann ich das hier auch scannen? History of Kluex? Was war das? And the statue of him? He looks long like Snake. Aha. Da hätte ich jetzt schon fast gedacht, dass das vielleicht auch schon wieder Hinweise auf die Avians sind. Aber Esther meldet sich nicht zu Wort, von daher wird das wohl nicht der Fall sein. Vielleicht aber auch nur deshalb, weil das gerade nicht unsere Aufgabe ist. Dann weiß ich natürlich nicht, ob das so gut ist, das jetzt schon alles zu scannen. Ob wir das später dann nochmal scannen können, wenn es wirklich darum geht, die Vogelmenschen hier kennenzulernen, das Vogelvolk. Ich kann immer diese Töpfe hier nur zerschlagen, das ist ein bisschen schade. Ich will eigentlich nicht alles kaputt machen. Ich würde da gerne so reingucken, ohne es kaputt zu machen. So, hier drüben war ich jetzt überall, ne? Dann müssen wir weiter nach unten. Hier zum Beispiel. Ich sehe nur gerade nicht, wo es da hingeht. Ah, da schießt schon wieder was auf mich. Wo seid ihr denn? Irgendwo da unten auf jeden Fall. Die schießen aber weit. Können weit schießen. Oh, ich glaube, mein Händler... Achso, der hatte sich gerade gebeamt. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, der wäre tot jetzt. Ist er aber gar nicht. Der scheint auch gerade mal nicht so empfindlich zu sein und keinen Schaden zu kassieren. Denn sonst wäre er wahrscheinlich längst tot. So, hier könnte ich mal Licht anmachen. Ich habe mich gleich schon wieder verlaufen, fürchte ich. Das Ding ist wirklich groß hier. Oh, das sieht aber auch schick aus. Achso, das habe ich schon mal gescannt, wie es aussieht. Sogar die Balken hier kann ich scannen. Alles kann man scannen. Wahrscheinlich sollte ich das auch, sinnvollerweise. Aber ich tue es nie. Hier geht es noch weiter runter. Ich werde mich verlaufen, das weiß ich schon. So, da drüben ist noch jemand. Schluck meine Flammen. Sehr schön. Guck mal da, eine Wunderlampe. Wie cool ist das denn? Oh, und die Türen finde ich auch irgendwie auch stylisch. Lass mich die mal gerade scannen. Und die Wunderlampe. It smells like it has rotten fruit inside. Also als ob verdorbene Früchte darinnen wären. So riecht es. Aber ich kann nicht dran reiben oder ähnliches. Oh, goldene Statuen hier. An adorable little duck. Ach, wie niedlich. Komm, wir nehmen das mal mit. Das kleine Entchen. Das goldige kleine Entchen und das auch. So, geht's hier immer noch weiter? Ach du Scheiße. Hier ist eine Kiste. Yeah! Oh, was ist das hier unten? Das sieht auch interessant aus. Da sind wir aber noch nicht. Wir haben hier erstmal ein Manipulator-Module, eine Tech-Card und ein Schwert. Ich würde unglaublich gerne Pflanzenfasern finden. Ich werde nämlich nicht wieder an diesen Ort kommen, wenn ich sterbe oder hier wegreise, weil mein Inventar voll ist. Und das wäre wirklich ärgerlich. So, hier geht's weiter runter. Ups, Entschuldigung, wollte ich nicht. Was habe ich da oh, ein Neo-Helm habe ich eingesammelt. Ich wollte eigentlich nur Licht machen. Ich wollte nicht alles kaputt machen. Ich will nur Licht. Ups, Entschuldigung. Geht das auch kaputt? Nein.
So, hier geht's weiter runter. Meine Güte. Es ist verzweigt und tief. Okay, ah, jetzt habe ich mein Inventar schon wieder so voll, dass ich nicht mal mehr eine Waffe mitnehmen kann. Das ist natürlich auch schade. Was könnte ich dagegen tun? Sehe ich gerade nichts. Ich sehe gerade nichts, was ich hier austauschen könnte oder wegräumen könnte. Ja, und dummerweise, wie gesagt, kann ich jetzt auch nicht mal schnell mich aufs Schiff beamen und das Inventar leer räumen oder ähnliches, weil ich dann nicht wieder zurückkomme. Sehr ärgerlich. So, ich bin aber hier immer noch nicht... Hier war ich doch jetzt schon, oder? Ging's hier? Hier ging's nicht weiter. Ich muss doch irgendwie hier unten noch hinkommen. Und das zeigt auch noch darüber. Wir müssen also noch einen anderen Weg finden können. Aber ich glaube, wir konnten noch weiter oben, konnten wir weiter nach rechts. Da bin ich erst links gegangen. Genau, hier glaube ich. Hier sind wir nach links gelaufen, hier sind wir aber rechts noch nicht gewesen. Halt, ich will da runter. So. Yeah, cool. Vielleicht sollte ich doch alles kaputt machen. So, erstmal hier runter. Da kommt noch jemand. Na, kommst du nicht? Nee, du wartest jetzt, bis du auf mich schießen kannst. Natürlich auch clever. Ah, und da unten ist die Person, die ich finden soll, scheinbar. Oh, ich brauche ganz dringend Pflanzenfasern. Damit ich hier wegkomme und mein Inventar aufräumen kann. Was ist das? Was ist das hier Riesiges? Ich weiß überhaupt nicht, was es sein soll. Und ich kann es nicht einsammeln. Ist es ein Buch? Soll es ein Buch sein? Keine Ahnung. Oh, sehr ärgerlich. Stop right where you are. Oh oh. Na komm. Komm doch her. So. Das sieht ja ulkig aus hier. Keine Ahnung, was das ist. So, hier ist die Person, die ich finden soll. Halt, ich werde angegriffen. Komm mal weg, komm mal mit hier. Ah. Ja, ich habe doch sowieso keinen Platz. Wenn der mir jetzt irgendwie einen Belohnungsbeutel oder irgendwas gibt, habe ich ja... Oh, nein, ich sterbe! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nicht gut. Oh Mann. Ja, ich spreche mit dir. Ah, okay, der gibt mir nur Pixel. Du gibst mir nur Pixel, ich habe dich um den ganzen Planeten gebracht. Und hier rein. Und ich bin fast gestorben. Und ich lasse 1000 Dinge Loot liegen. Und ich krieg 36 Pixel dafür. Alter. Ach so, der hat noch mehr. Iron Bar. Was? Lass mich in Ruhe. Ach so, habe ich doch bestimmt dabei. Komm, hier. 39 Pixel. Yay. So. Ach, Hylottle Castle. Das ist wieder woanders. Das ist da, wo wir vorher waren. Hilda. Der sollen wir jetzt in Iron Bar bringen. Ja, machen wir später. Lass mich jetzt erstmal hier unten weiter gucken. Ach so, darum ging's. Wir sollten von ihm hier, glaube ich, weiß ich gar nicht, haben wir von ihm jetzt Erz geholt oder sowas? Dann daraus Iron Bar machen und so. So Sachen sind das wieder. Es sieht aus wie ein großer Cookie irgendwie. Finde ich, oder? Finde ich schon. Aus diesen blöden Federn, die es hier überall gibt, kriegen wir dummerweise auch keine Pflanzenfasern raus. Ups. Techard. Sehr ärgerlich gerade. Das heißt, ich werde demnächst hier nochmal komplett um den Planeten rennen müssen. Nein, lass das! Ich könnte natürlich ausprobieren, ob unsere Landezone, wo wir das erste Mal gelandet sind und unsere erste Flagge aufgestellt haben, ob die vielleicht näher dran ist, dass ich also dahin gehe und von da aus zurücklaufe quasi oder in die andere Richtung laufe. Das wäre die einzige Hoffnung, die ich dann noch hätte. Ah! Das sind ja große, große Räume hier. Mit den Fenstern und so ist eigentlich ganz schön. Ich kann nur gerade... Ich kann es gerade nicht so recht... Nein! Jetzt bin ich tot. Ich kann es gerade nicht so recht feiern. Verdammt! Ich komme nie wieder dahin zurück. Nie wieder. Verdammter, dammter Mist.
Wüste, toll. Das könnte überall sein. Ach Mann, ich wusste, dass das passieren würde. Dann laufe ich von hier aus in die andere Richtung. Oder bin ich in die Richtung gelaufen damals? Nee, glaube ich nicht. Ah, wie super ärgerlich das ist. Ich hoffe, dass wir jetzt möglichst schnell da ankommen. Na, ich werde sterben vorher. Es greift mich ja wieder alles an hier. Was bist du denn für eine Fledermaus? Nee, der sieht aus wie ein Tukan. Aber nicht in bunt, sondern in grau. Ein Fledermaus-Tukan. Hau ab. So, du hast eine Aufgabe für mich. Was? Irgendein Samurai? Dem will ich jetzt nicht auch noch begegnen. Unter was? Wer bist du? Was? Hallo? Wo kommst du denn her? Wer bist du? Und was willst du hier? I will get you one day? You've probably noticed not all avians are devout. Aha, komischer Vogel. Ein komischer Vogel verfolgt mich. Egal, habe ich jetzt keine Zeit, mich drum zu kümmern. Hau ab. Fuchs. Oh, diese ganzen Viecher hier, alles will mich töten. Das ist so ein feindseliger Ort. Ah, egal. Komischen Pokémon-Fuchs, da ignoriere ich jetzt. Ich will den Tempel wiederfinden. Vielleicht sollte ich unterwegs noch ein paar Pflanzenfasern mitnehmen, wenn ich irgendwo Pflanzen finde. Oh, guck mal, ein karger Hügel. Das könnte doch vielleicht... Das wäre natürlich geil, wenn wir jetzt den Tempel finden würden, in dieser Richtung. Dann wüssten wir auch schon, dass wir einmal um den Planeten sind, quasi. Dann hätten wir alles gesehen. Das wäre auch cool. Das sieht gut aus. Karger Hügel. Ja, hier bin ich, glaube ich, eben runtergefallen. Oh, perfekt. Das ist doch die Ecke, oder? Dann kommen wir jetzt wieder zu dem Tempel. Da bin ich doch vorhin langgelaufen. Jawohl. Ah, so ein Glück. So ein Glück. Es war also wirklich so. Aus der Richtung ist der Weg kürzer. Von unserer ersten Landestelle aus, wo wir die erste Flagge hingestellt haben. Sehr gut. Wenigstens ein bisschen Glück. Wenigstens ein kleines bisschen Glück gehabt jetzt. Sehr gut. So, wir müssen hier wieder runter. Ne, darüber müssen wir. Genau, hier war das ja. So, gib mir mein Zeug. Oh Gott. Und 59 mehr. Sehr schön. So, haben wir doch wieder alles. Ach Gott. Jetzt geht's mir gut. So, wo sind die Drecksäcke? Die standen doch eben noch hier. Wo seid ihr? Haben die sich mittlerweile erledigt? Hier, ich schlag den Gong, damit ihr mich alle hört und herkommt. Hier ist Wasser. Okay, da könnte ich hier durchtauchen, wenn ich denn Lust dazu hätte. Aber erstmal habe ich Lust, die beiden hier zu grillen, die Hähnchen. Werdet Grillhähnchen. Guck mal, selbst das sieht aus wie ein Vogel hier. Mit dem, ne, hier so zwei Augen und hier Schnabel. Also die ganze Architektur ist wenig überraschend sehr vogelartig. Okay, das bringt mir gar nichts, hier runter zu tauchen. Alles irgendwie Vogelmotive, Flügel, Sonne, sowas alles. Und dann passt das Ägyptische ja auch ein bisschen, ne? So Sonnenanbetung, Ra und so, Sonnengott. Ah, da schießt schon wieder einer auf mich. Na schön, schieß, schieß, komm schon. Komm schon. Und wie gesagt, diese Gongs hier sehen aus wie große Kekse. Polly will einen Keks? Oh, das... Willst du mich verarschen? Gibt's doch nicht! Habe ich mich gerade selbst gekillt? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich wollte gerade die Zweitattacke von dem Flammenwerfer ausprobieren. Und bin mir nicht sicher, ob ich mich dabei selbst gekillt habe. Boah, richtig mies. So, ich nehme mal gerade... Ich muss mal Pflanzenfasern mitnehmen. Hier. Da unten gibt's zumindest Wurzeln. Gib mir mal schnell die Wurzeln. Her damit. Jetzt habe ich natürlich mein Zeug gerade wieder alles verloren. Das heißt wahrscheinlich auch die restlichen Pflanzenfasern. Ja, und Wolle und so weiter. Und, achso, das habe ich aber. 7 Stück bräuchte ich, glaube ich, noch, ne? Ach komm schon, stell dich hin.
So, 7-mal Woven Fabric Toll. 3. Das reicht nicht. Das reicht noch nicht. Ich brauche unterwegs noch weitere. Hier gibt's Wurzeln. Ups. Ach ja, da war was mit losem Sand und so. Ich erinnere mich. Ah, ich bin so ungeschickt. Oh nein! Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Nicht gut! Nicht gut! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Das war nicht clever! Ich zeige euch, wie man es nicht macht. Ich habe mich selbst verschüttet. Ist das doof. Und ich ersticke langsam. Ich könnte natürlich jetzt schnell das EPP auf den Rücken packen. Ich hatte aber die Hoffnung, dass ich es auch so schaffe. Habe ich geschafft. Alles gut. Alles gut. Kein Grund zur Panik. Mist, ich habe mir hier den ganzen Sand jetzt. Verdammt! Ich muss doch da hoch. Ach Leute. Oh nein. Und ich kann mit Sand nicht bauen. Glaube ich jedenfalls. Das gibt doch jetzt nicht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ah, ich muss hier lang. Bis da drüben komme ich nicht, oder? Nee. Oh Gott, das hat funktioniert. Ich fasse es gar nicht. Und dann komme ich da. Irgendwie kann ich hier quer durch. Ich versuche es einfach. Komm, was soll schon großartig passieren? Mehr als sterben und all mein Zeug verlieren kann ich nicht. Und der Großteil meines Zeugs liegt schon im Avian-Tempel. Von daher... Nee, ich will nicht weiter nach unten. Ich will tendenziell eher nach da oben. Oh, dass hier auch alles so rosa aussieht. Der normale Sandboden sieht hier rosa aus. Das sieht alles aus wie Hubba-Bubba-Kaugummi. So, wenigstens kriege ich hier noch ein paar Wurzeln mit. Sehr gut. Nochmal ein paar Pflanzenfasern. Alles klar. So. Achso, hier habe ich auch irgendwie diesen komischen Vogel verloren, der mir gefolgt war. Keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Ich wusste aber auch nicht so genau, warum der mir hinterhergelaufen ist. Von daher... ist mir das egal. So, schnell zurück, zurück, zurück. Mein Zeug holen. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Pflanzenfasern eingesammelt. Bin ich mir immer noch nicht sicher. Schauen wir gleich. Tu dir doch nicht dauernd weh. Ach ja, mein Erste-Hilfe-Zeug ist auch alles zurückgeblieben. Ach Mann, ey. Es ist ein Kreuz. So. Schnell wieder dahin. Und schnell wieder unser Zeug einsammeln. Können direkt hier drüber hüpfen. Sieht übrigens auch aus wie ein großer Vogel hier. Das, was auch immer es ist. Wo ist mein Zeug? Wo ist mein Zeug? Da unten ist mein Zeug. So, her damit, her damit, her damit, her damit. Da steht noch einer. Weg damit. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. So, und jetzt muss ich erstmal schauen, ob ich nicht doch vielleicht eine Flagge herstellen kann. Mal gerade irgendwo hingehen, wo Licht ist. Und dann schauen wir nochmal gerade. Wo ist unser Webstuhl? Hier, stell dich doch mal irgendwo... stell dich irgendwo hin. Na, nervtöt. Was denn? Kannst du da... warum kann der da nicht stehen? Jetzt. So. Ja, mach. Mach einfach. So, jetzt kann ich noch eine Flagge herstellen. Na, also, es geht doch. Und dann werde ich die jetzt erstmal oben hinstellen, bevor ich hier irgendetwas weiteres erkunde und irgendwie weiter tiefer reingehe, obwohl das wahrscheinlich sowieso gleich zu Ende ist. Ah ne, ich habe noch nicht, ich bin noch nicht in diese, in die Räume gekommen, die so merkwürdig, wo dieses merkwürdige Licht drin war. Da müssen wir noch irgendwie hinkommen und uns das anschauen. Aber erstmal werden wir hier unsere Flagge in den Boden rammen. Na, lass mich hier weg. So, hier ist doch eine schöne Stelle, würde ich sagen. Wo haben wir das Ding? Da. Zack. Dies ist mein Wegpunkt. So. Klingt gut, würde ich sagen. Na also.
Wunderbar, dann denke ich mal, reicht's auch für heute. Wir werden uns das hier wahrscheinlich beim nächsten Mal noch zu Ende anschauen und vor allem eben diese Räume unten mit den merkwürdigen Lichtern versuchen zu finden. Und ja, dann sind wir auch schon eine Runde rum um den Planeten, haben wir ja jetzt festgestellt. Dadurch, dass ich von der ersten Flagge aus zurückgelaufen bin quasi bis hierher, haben wir eigentlich alles vom Planeten gesehen. Das heißt, wenn wir uns das hier zu Ende angeschaut haben, dann können wir den Planeten auch verlassen und, wie ich es schon lange, lange vorhabe, quasi endlich in ein neues System fliegen und ganz neuartige Planeten entdecken und viele neue Abenteuer erleben, auf die ich schon sehr gespannt bin. Ich hoffe, ihr seid es auch und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage mal Tschüss, macht's gut und bis dann.